Hallo und guten Morgen, Freunde, grüß Gott, ich begrüße euch hier auf meinem Kanal, herzlich willkommen da. Wir bewegen uns mit dem heutigen Clip wieder mal auf der Schiene Blackout, Notfall, Abhauen, Kriegs- und Krisenfall und so weiter. Ich habe schon darüber berichtet. Ich bin vor einigen Tagen auf einen Artikel gestoßen, zu lesen in ZDF.de, Nachricht vom 28.05. Die Schlagzeile lese ich euch gleich mal vor und dann gehen wir mal weiter, ackern uns da mal durch. Wie ich den Artikel zu Ende gelesen habe, musste ich nur mit dem Kopf schütteln. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, oder? Ich lese euch mal die Schlagzeile vor. Ja? Bundesamt für Bevölkerungsschutz für Kriegsfall aktuell nicht gerüstet. Für Kriegsfall aktuell nicht gerüstet. Wir haben Mai 2022. Und jetzt bin ich schon ein bisschen verwundert, weil, wisst ihr, was der Thomas Gast in seinem blauen Buch Survival Total Band 2 im Jahr 2015, also unmittelbar nach der Krim-Krise, bereits geschrieben hat? Ich switch mal die Seite und lese euch das mal vor. Ja? Es blieben im Falle eines Raketenangriffs einige Minuten Zeit. Einige Minuten, meine Herren. Ich glaube, der Putin hat mal gesagt, dass dass Raketen zum Beispiel Berlin innerhalb von, 8 Minuten erreichen könnten, also einige Minuten. Es bliebe einige Minuten Zeit, einen Schutzbunker aufzusuchen. Aber die nächste Frage wäre, welche Bunker? Die Anfang der 90er Jahre noch existierenden Bunker, es handelte sich um 2000 öffentliche Schutzräume, die hatten wir damals noch, ja, wurden nach und nach zweckentfremdet, eingemottet, vernachlässigt oder an privat verkauft. Ist schon Wahnsinn. Wir hatten damals, also das habe ich geschrieben in meinem Survival-Total-Buch Band 2, das ist der blaue Band. Ja, und das war unmittelbar nach der Krim-Krise. Und ich denke, wir hätten damals schon also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hätte damals schon mit Hochdruck an Lösungen schaffen oder arbeiten müssen. Ja, damals war ja die Lage ähnlich wie heute. Da stand man kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Mit Hochdruck hätten wir damals schon daran arbeiten müssen, dass die Bevölkerung im Falle eines Raketenangriffes, ja, siehe atomarer Krieg, weil wir wissen ja nicht, ja, atomarer Krieg heißt nicht totaler atomarer Krieg, dass die Bevölkerung geschützt werden kann. Das ist nicht passiert. Stellt euch mal vor, wir hatten tatsächlich 2000 Bunker und die wurden alle verschrottet. Ich nehme an, bis auf den Kanzlerbunker. Ist doch Wahnsinn, oder? Also es hat sich zwischen 2014, wo wir damals ja eigentlich in einer dicken Krise standen, ja, kurz unmittelbar vor dem Peng, bis heute, wo wir wieder in einer faustigen Krise sind, nichts geändert. Das ist so Wahnsinn, was machen die Herren? Jetzt lesen wir mal weiter in dem Artikel von ZDF.de Nachrichten vom 28.05., was die da noch so alles schreiben. Ja, hier steht gleich unter der Schlagzeile, die Angst vor Krieg und Krise ist zurück. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind Lebensmittelknappheit oder Stromausfall zu realen Bedrohungsszenarien geworden. Ich habe das mehrmals angesprochen, dass wir auf einen Blackout zusteuern. Die meisten von euch, auch von euch, ja, die haben nur mit dem Kopf geschüttelt, haben gesagt, nö, Blackout, never, gibt's nicht. Deutschland ist da gut gerüstet, wir werden niemals einen Blackout bekommen. Lebensmittelknappheit, nee, hurra die Gams, was kostet die Welt? Pustekuchen, gibt's bei uns nicht, die Supermärkte sind voll, wir haben vorgesorgt, weil auf unsere Politiker Verlass ist. Naja, wenn sogar ZDF.de schreibt, dass eigentlich der Thomas Gast recht hat, haben natürlich meinen Namen nicht erwähnt, dann steckt man ja eigentlich schon mittendrin in der Krise. Ja, hier ist also wirklich von Lebensmittelknappheit und Stromausfall die Rede. Das heißt, wir sprechen von einem knallharten Blackout. Ja, knallharten Blackout. Und die Anzeichen verdichten sich immer mehr. Egal wo du reingehst, welche Seite du aufmachst im Internet, ja, kommt ja auch öffentlich im Fernsehen, die sprechen alle von einer faustigen Krise, die sprechen alle von Inflation, die sprechen alle von Lebensmittelknappheit, von Hunger, von Blackout. Ja? Und ich denke, zu Beginn von jedem Gerücht steckt immer ein Körnchen Wahrheit. Und ich denke, dass wir Bürger uns darauf einstellen sollten. Und zwar schneller als sofort. Ganz einfach. Schneller als sofort. Aber jetzt lesen wir mal weiter, was in dem Artikel noch zu lesen ist. Ja. Für einen klassischen Kriegsfall können wir momentan gar nicht ganz aktuell gerüstet sein. Es ist ein bitteres Fazit, das Wolfgang Geier, Leiter der Abteilung Risikomanagement im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BKK,
Im Interview für die ZDF zum Doku Die Spur, Bunker, Sirenen und so weiter, ich spare mir den Rest, zieht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben Spezialisten. Wir haben Minister. Wir haben Aufgabenbereiche, zum Beispiel auch Katastrophenschutz. Wir stecken seit der Krimkrise 2014 ganz dick drin, ganz nahe an einem Weltkrieg, an einem dritten Weltkrieg, an Krisen, an Blackout, an Katastrophen. Und jetzt sagt man, wir wären für den Kriegsfall nicht gerüstet. Ich denke, das ist eigentlich ein Skandal. Das ist eigentlich ein faustdicker Skandal. Geht doch nicht, oder? Das geht doch nicht. Ich lese mal den nächsten Satz vor und der hat es auch in sich, der ist eigentlich eigentlich nur Kopfschütteln angesagt. Denn dieser Wolfram Geier vom BKK, der schreibt, wenn jahrelang, nein jahrzehntelang Abbau von Strukturen betrieben worden ist, dann kann das nicht innerhalb von Tagen oder Wochen wieder hergestellt sein. Aber jetzt mal meine Frage, Herr Wolfram Geier, wo warst du denn? Wo warst du denn 2014, 2015 bis in die heutige Zeit hinein? Hast du nicht den Finger mal in die Wunde gelegt und ganz laut gebrüllt, hey, wir haben da ein Loch, wir haben da einen Bedarf, wir sind da nicht gewappnet? Wo waren denn die lauten Stimmen vom Bundesamt für Katastrophenschutz, als sich 2014 abzeichnete, also damals hat ja der Putin die Krim sich einverleibt, als sich damals schon abzeichnete, wir gehen faustdicken Krisen entgegen? Hat da keiner von euch im Ministerium mal ein Ausrufezeichen gesetzt und gesagt, hey, wenn da mal was kommt, wir sind nicht ready, wir sind nicht fertig, wir können die Bevölkerung nicht schützen. Es ist doch lächerlich, ist doch lächerlich. Da hat einer seinen Job nicht gemacht. Da hat einer seinen Job nicht gemacht. Und ausbaden tun's wir, die Bürger, denn jetzt stehen wir hier, ja, mit der Unterhose in der Hand, so ungefähr. Aber nein, Quatsch, mit der runtergelassener Hose, das ist vielleicht ein besserer Ausdruck. Und ja, wenn was passiert, blanco, nix, no shelter, kein Bunker. Der Katastrophenschützer arbeitet seit der Gründung 2004 im Bundesamt. Sein Job ist es, mögliche Bedrohungsszenarien auszuarbeiten und die Politik davor zu warnen. Aber lieber Wolfram, hast du das auch gemacht? Hast du das auch gemacht? Hast du dir damals deine Dokumente geschnappt, bist hin zum Bundestag, hast das denen auf den Tisch geknallt und gesagt, hier, Bedrohungsszenario. Bitte, wir brauchen Resultate, wir brauchen irgendetwas, was uns auf diese Szenarien, Kriegskrise und Blackout vorbereitet. Ist das gemacht worden? Das ist doch die Frage. Ja? Wenn ich hier einen Verantwortlichen habe, der seit 2004 wirklich an dieser Sache dran ist, Krisenszenarios auszuarbeiten und die dem Bundestag vorzulegen, naja, dann frage ich mich, ist das auch passiert? Und das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Oder ich meine, es geht doch um nicht mehr und um nicht weniger als Menschenleben. Ja? Also ich komme da langsam aus dem Staunen nicht mehr raus, weil wir haben da, wie gesagt, hier einen schönen Artikel von ZDF.de Nachricht, ja. Das Thema ist bekannt und da kommen Schlagzeile nach Schlagzeile, aber da kommt nichts von Lösungen. Ja? Da kommt nur riesen Schlagzeilen, die Aufmerksamkeit erregen. Ja, so richtige Eye-Catcher, aber eine Lösung sehe ich hier nicht. Hier wird kein Lösungsvorschlag ausgearbeitet. Hier die nächste Schlagzeile. Ein lang anhaltender, flächendeckender Stromausfall würde dazu führen, dass alle Teilbereiche der Gesellschaft kollabieren würden, beziehungsweise nicht mehr funktionstüchtig wären. Wolfram Geier, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ja, Geier glaubt so weiter, das werde wohl von der Politik als auch von der Gesellschaft insgesamt so noch nicht wahrgenommen. Wir sind nicht darauf vorbereitet, antwortete der Risikomanager. Aber Leute, das ist doch eure Arbeit, das ist doch euer Job, die Bevölkerung darauf vorzubereiten. Vielleicht jetzt nicht direkt die Bevölkerung, aber wir Bundestag, wir Politiker, wir zuständige Minister, die Bevölkerung auf sowas vorzubereiten. Was ist da passiert? Ich weiß nicht. Es tut mir leid, sorry. Ich kann hier wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Wir haben hier Riesennachrichten. Ein Black-Szenario nach dem anderen, eine schwarze Szene nach dem anderen. Da wird uns vorgemalt, wie schlimm und wie dick es kommen kann. Ich habe ja auch 2014 schon gemahnt oder 2015 in meinem Buch. Ja, aber es ist kein Lösungsvorschlag da. Wenn ich ein Problem aufwerfe und ich bin Minister, verantwortlich für irgendetwas, dann muss ich nicht nur die Probleme
demonstrieren oder nach außen kehren und sagen, hier haben wir ein Problem, sondern ich sollte auch mit Lösungsvorschlägen kommen. Ja, auch wieder ohne Lösungsvorschlag. Hier steht, mahnen und warnen und dann. Seit Jahren schreibt das BKK regelmäßig Risikoanalysen. Ja, es schreibt Risikoanalysen, aber ich weiß nicht, ob da Problemlösungsvorschläge auch geschrieben werden. Auf Defizite wird aufmerksam gemacht, aber da kommt wirklich nicht eine Phrase oder ein Satz oder ein Vorschlag oder ein Dokument, wo sagt, hey, so könnten wir der Bevölkerung helfen. Kommt nichts. Ja? Auch andere Szenarien wurden in der Vergangenheit angemahnt, doch die Politik leitet daraus meist kein Handeln ab. Da muss man dranbleiben. Ja? Da muss man den Politikern so lange auf die Fußspitzen treten, bis sie handeln. Ganz einfach. Man kann sich nicht damit begnügen zu sagen, ich habe es ja gesagt, ich habe darauf hingewiesen. Nein, man muss da wirklich dranbleiben, wie so ein kleiner Bullterrier, und den immer wieder auf den Sack gehen, bis zumindest der Hauch von einer Problemlösung vorliegt. Ja? Oder ein Handeln, ein Problem zu lösen. Es kann nicht reichen zu sagen, hier haben wir ein Problem, da ist ein Problem, ich habe es euch gesagt, jetzt frisst oder stirbt. Nein, da muss man dann auch dranbleiben, dahinter sein und sagen, ich bin so hartnäckig dahinter, damit die Probleme, auf die ich euch aufmerksam gemacht habe, auch angegangen werden. Ja? Man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ich habe es ja gesagt. Nee, dann habe ich meinen Job verpasst. Irgendwas ist da schief. Das geht nicht. Ja? Lesen wir mal weiter. Ja. Und aus der Bewertung heraus müssen Maßnahmen beschlossen werden. Ja klar, auch das ist ein politischer Prozess, richtig. Und an der Stelle, glaube ich, da hakt es noch, richtig. Natürlich hakt es da noch. Sagt überall, hakt eigentlich an allen Ecken und Kanten. Gut, der schwere Stand der Katastrophenschützer. Der Hauptfokus der Behörde lag immer auf dem Zivilschutz. Das BKK sollte also im Kriegsfall helfen. Weil auf der politischen Führungsebene aber kaum jemand einen Krieg für wahrscheinlich hielt. Ja klar, weil auf der politischen Führungsebene kaum jemand einen Krieg für wahrscheinlich hielt. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch naiv. Ich sag mal so, dass die Politiker, die heute an der Macht sind, oder kann man sagen, was man will, dass alle, jeder einzelne davon überhaupt nicht weiß, was Krieg ist. Kaum einer von denen, die hier oben sitzen, war Soldat. Ja? Waffenlieferungen, hurra, die Gams, was kostet die Welt, wir müssen die Russen in die Knie zwingen, wir die Starken, die Westler, die mit der Allianz der Führungsmacht USA jetzt die Russen in die Knie zwingen, wir müssen dafür sorgen, dass, aber, Krieg mitgemacht hat keiner von denen. Die wissen also nicht, wie Krieg ist, welches Leid dadurch entsteht, welche Wunden im Körper und im Geist ein Soldat, der da mit vorne an der Front ist, trägt und tragen muss. Und die wissen nicht, wie es ist, wenn man in einem Haus ist und oben schlagen die Artilleriegranaten ein. Ich weiß es, ich habe das mitgemacht. Mehrmals. Das ist nicht schön. Das ist nicht prächtig. Ja? Aber ich glaube, da muss man durch, um zu verstehen, dass es wichtig ist, dass wir auf solche Krisenszenarien vorbereitet sein müssen. Und das ist Teil der Politik. Das muss gemacht werden, das muss angegangen werden. Es ist ja noch nicht zu spät. Heute haben wir die Ukraine-Krise. Vielleicht haben wir in 5, 6 Jahren eine andere Krise, die vielleicht noch dicker ist als die, in der wir im Augenblick stehen. Wir müssen die Fähigkeit haben, uns auf solche Krisen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis vorzubereiten. Ja? Das ist doch wichtig. Jetzt kommen wir nämlich zum Krimkrieg. Als 2014 Russland die Krim besetzt, erarbeitete das BKK unter Bundesinnenminister Thomas de Maizière Pläne auch im Hinblick auf mögliche russische Aggressionen. Diese sahen auch vor, dass sich die Bevölkerung mit Lebensmitteln für den Ernstfall wappnen soll. In der Öffentlichkeit werden die Pläne zerrissen. Okay. Aber das sind ja Dinge, da kann man irgendwo mit einer gewissen Intelligenz rangehen, damit diese Pläne eben nicht in der Öffentlichkeit zerrissen werden. Ja? Wir sind Politiker, wir sind verantwortlich, wir sehen diese Szenarien, bitte Umsetzung. Ja? Daran arbeiten. Ja? Verstehe ich nicht. In der Öffentlichkeit werden diese Pläne zerrissen.
So titelten Zeitungen beispielsweise: Was soll der Quatsch mit den Hamsterkäufen? Ja? Was soll der Quatsch mit den Hamsterkäufen? Also ich finde nicht, dass Hamsterkäufe ein Quatsch ist, ganz im Gegenteil. Wer solche Presse zulässt, der hat nichts kapiert. Hamsterkäufe sind wichtig. Und jetzt kommen wir mal rein ins Sujet, ins Objekt. Ja, Hamsterkäufe, die haben nämlich damals schon unmittelbar nach der Krim-Krise eine Liste aufgestellt. Und diese Liste, die ist für eine Person für 10 Tage. Also die empfehlen, dass man sich für 10 Tage eindecken soll mit Lebensmitteln. Bin ich absolut nicht dafür. Bin ich absolut nicht dafür. Ich sage mal, und ich habe es immer wieder gesagt, man muss sich für 90 Tage eindecken. 90 Tage und kein Tag weniger. Sicher, es kostet ein bisschen Geld, aber Leben hat keinen Preis. Leben hat keinen Preis. Gut, gehen wir mal durch, was Sie für 10 Tage für eine Person hier andeuten. Wir brauchen zum Beispiel knappe 400 Gramm Fette und Öle, 1,5 Kilo Fisch, 2,5 Dosen Obst, Nüsse, 2,6 Milch und Milchprodukte, 3,5 Kartoffeln, Brot und Nudeln, Reis, 4 Kilo Gemüse und Hülsenfrüchte und 20 Liter Getränke. Das heißt, also insgesamt für einen Zeitraum von 10 Tagen, das heißt 2 Liter pro Tag. 2 Liter Wasser pro Tag für eine Person, viel zu wenig. Viel zu wenig. Eindeutig zu wenig. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, Wasser zu trinken. Nein, wir brauchen Wasser zum Trinken, zum Kochen, für die körperliche Hygiene und für die Toilette. Ja, für die Toilette zum Runterspülen, wenn man mal kacken war. Ist doch ganz einfach. Da brauchst du 10-mal so viel. Mindestens 10-mal so viel. Ich sage mal, pro Person und pro Tag 20 Liter. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Und anstelle der 10 Tage würde ich vorschlagen, ich Thomas Gast, 90 Tage, 3 Monate und wie gesagt, keinen Tag weniger. Keinen Tag weniger. Weil wenn ein dicker Blackout kommt, der ist nicht in 10 Tagen vom Tisch. Der ist nicht in 10 Tagen vom Tisch. Und wenn hier bei den Szenarien, die die vorschreiben, wie gesagt, die Kläranlagen nicht mehr funktionieren, die Wasserversorgung zusammenbricht, was willst du denn da mit 2 Liter Wasser? Was willst du denn da mit 2 Liter Wasser, wenn du eine Wohnung hast oben in Berlin, im 4. Stock und die Toilettenspülung geht nicht mehr? Du kannst nicht mehr waschen, du kannst nicht mehr duschen, du kannst die Kacke nicht mehr runterspielen. Ja, schon das Spülen. Was willst du denn da mit 2 Liter Wasser am Tag? Ist doch Bullshit. Männer, aufwachen! Aufwachen! Da oben in Berlin. Hey, gibt's doch nicht, oder? Gut, lesen wir mal weiter. Also ehrlich gesagt, ich komme da aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ich komme da aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Weil wir sind ja fast schon mittendrin in der Krise. Wir sind schon am Rand von einem faustigen Blackout, am Rand einer Inflation. Die Sachen werden jeden Tag teurer, die Lebensmittel werden knapper und die sprechen hier auf der Seite von Plänen. Von Plänen. Ich lese mal weiter vor. Natürlich wird das BKK eine führende Rolle bei der Neuaufstellung des Katastrophenschutzes in Deutschland haben. Zukünftig. Also die sprechen nur von Plänen für die Zukunft und demnächst und bald. Aber wir müssen schon hier im Jetzt sein. Bei solchen Sachen müssten wir schon hier im Hier und Jetzt sein. Ja? Die SPD sucht obersten Katastrophenschützer. Also wir sind noch am Suchen. Wir sind noch aktiv am Suchen. Ist ja geil. Doch um das PKK zu stärken, muss erstmal eine neue Chefin oder ein neuer Chef gefunden werden. Also wir suchen. Der bisherige Präsident Armin Schuster ist vor kurzem sächsischer Innenminister geworden und nach Dresden gewechselt. Auf die neue oder auf den neuen wartet eine Mammutaufgabe. Jo. Na, dann mal ran. Dann mal ran an die Arbeit. Es ist schon Wahnsinn. Also ich denke, dass wir in Deutschland aktuell eine Lage haben rund um den Katastrophenschutz, ja, der katastrophal ist. Der einfach nur katastrophal ist. Wir sind, so sehe ich die Sache, wir sind nicht gerüstet. Wir haben da ein unwahrscheinliches Defizit. Wir haben nicht die richtigen Männer am richtigen Platz, an der richtigen Stelle, weil die richtigen Männer an dem richtigen Platz, an der richtigen Stelle wären die, die, wie gesagt, solche Szenarien lange Zeit vorher schon erkennen, die ihre Lösungsvorschläge in der Tasche haben, damit nach Berlin gehen, die dort den Politikern auf den Tisch knallen und sagen, Action, oberste Priorität. Ja, schaut euch mal die Weltlage an, das hat Priorität. Und zwar, das muss ganz oben drauf auf dem Schreibtisch und nicht irgendwo in eine Schublade versenkt werden. Es geht um nichts weniger als um Menschenleben. Und wir sind in Deutschland im Augenblick ganz schlecht darauf vorbereitet. Ganz schlecht. Also wie gesagt, ich sag's nochmal. Ich sag's auch in meinem neuen Buch Survival. Das kommt raus ja, in 10 Tagen im Eulogia Verlag.
Survival Thomas Gast, könnt ihr mal googeln. Also es ist nicht der Survival Total 1 und 2, sondern das dritte, das in einem anderen Verlag erscheint. Ja, ich sag's nochmal. Wir brauchen eine, zunächst mal Personen, die das Amt ernst nehmen. Wir brauchen Politiker, die solchen Personen Glauben schenken und sich an die Arbeit machen. Wir brauchen aber auch Bürger, die Eigeninitiative ergreifen und sagen, okay, wenn schon von der Politik und von der zuständigen Behörde nichts kommt, dann mache ich eben in Eigenregie. Ich mache meine Hamsterkäufe. Ich bereite mich vor, und zwar nicht für 10 Tage, sondern für 90 Tage. Denn wenn kein Strom mehr da ist, kein Wasser mehr da ist, null Energie mehr da ist, im Supermarkt nichts mehr zu haben ist, wenn die Tankstellen nichts mehr hergeben, wenn nichts mehr fährt, ja, auch kein LKW, kein Zug, kein Bus, keine Bahn, nichts mehr, dann möchte ich gewappnet sein für eine eventuelle Krise, für einen Blackout. Und das ist in erster Linie jetzt mal, so wie ich die Lage beurteile, Eigeninitiative von jedem Bürger selber. Ja, von jedem Bürger selber. Ich habe es damals schon vorgeschlagen, ja, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, kauft für 1,50 Euro ein bisschen mehr, hamstert das bei euch zu Hause und trefft Vorsorge, dass ihr für 3 Monate autonom und autark in Sachen Lebensmittel und Wasser und Energie seid. Ja? Gut, ich denke, wir werden heute mal durch. Wir lassen es heute mal. Das ist ganz harter Tobak. Ich wünsche euch, liebe Bürger, viel Mut, viel Courage, ja, und viel, viel Eigeninitiative. Und ich wünsche euch vor allem Gesundheit. Und ich wünsche uns allen, dass wir nie in eine solche Situation kommen. Wobei ich da schon ein bisschen schwarz sehe. Denn wir haben uns alle in Sachen Ukraine ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Aber ich denke, dass die anfängliche Euphorie diesbezüglich schon ein bisschen abflacht. Hurra, die Gams, was kostet die Welt? Amitié, Legionär. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bye, bye. Tschüss.